So, herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. Wir spielen heute Autobahnraser 4. Ebenfalls ein Spiel von Davilex. Aber soll jetzt nicht viel Mut machen, grafisch jetzt auch nicht so der Renner im Gegensatz zu USA-Raser. Vielleicht einige Modis wurden vielleicht verändert. Ansonsten, ja, ist es der Nachfolger nach London Raser 2 und Paris Marseille Racing 2, wo auch amerikanische Strecken und sonst was vorkommen. Also wir haben jetzt mit französischen, englischen, ja, amerikanischen ein paar und natürlich hauptsächlich auch deutschen Strecken zu tun, was auch sehr schön ist. Und da fangen wir doch gleich einmal an. Davilex, ein ganz neues Intro, was es jetzt, ja, schwarz macht. Also im Gegensatz zu weiß, nicht schlecht. Und hier ist auch das schöne Intro. Ort ist Deutschland, wow. Puff, ist er rangefahren. Was für ein Trottel. Ah, einen Rückwärtsgang hat er noch drin. Das hat er nicht gesehen, der Bulle. Was für ein cooler Typ, echt. Oh, freier Fall. Damit werden wir uns auch zu tun haben. Aber wie gesagt, das Intro verrät. Also ist meistens immer zu gut gegenüber dem Spiel. Oh, jetzt hier der Manfred. Der sieht aber den Pops sehr, sehr ähnlich. Wenn ich das mal sagen darf. Der Jens. Ah, wirklich. Nur deutsche Namen hier. So muss es sein, genau. Ian, okay. Wow, 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 wow. Voll der Nitro-Schuh. Boah. Wenn das Spiel auch so abgeht, bin ich jetzt schon voll heiß drauf, das zu zocken. Autobahnraser 4. So, und schon sind wir im Hauptmenü, was dem USA-Raser-Hauptmenü sehr ähnlich sieht. Musik ebenfalls, außer dass vielleicht hinten Autobahnraser 4 auf der Flagge steht. Ja, also, was können wir hier machen? Also, wir haben hier Optionen, ja, Highscore und Rennen. Also, ein bisschen weniger als bei USA-Raser. Und kein Mauszeiger, wir müssen jetzt alles mit der Tastatur machen. Ist ja schon eine richtige Anforderung. Einzelspieler und zwei Spieler gibt's wieder. Ah, das heißt jetzt neuerdings Verfolgung. Wen interessiert's? Wir machen natürlich Wettkampf. So, und machen ein neues Profil. Ja. Oh, so sieht das doch viel cooler aus. Ne, wir müssen erstmal jemanden wählen. So, also coole Bob. Neun. Ach ne, neun geht. Ah, geht nicht. Der Name darf nicht länger sein. Das haben sie natürlich auch von USA-Raser übernommen. Die Namenslänge. Ja, gut, nehmen wir so. Wen stört, passt ja auch so. Gut, machen wir weiter. Ja, Manfred. Also das sind irgendwie alles die gleichen Spiele, also von Optik genauso wie bei USA-Raser, plus dass sie jetzt andere Sachen anhaben und anders heißen. Obwohl der dem alten auch sehr ähnlich sieht. Egal. Ich nehme demzufolge den, der jetzt an Swabe seiner Seite steht und genauso hier steht. Mit seinem rumgewackelt hier. Ian, ja. Einfach mittelschwer. Oh, übelste Kategorie. Ich nehme Mittel. Mittel ist wirklich das Beste, was geht. Ja, so mittelmäßig. So, jetzt haben wir hier alles nochmal dastehen. Ja, ich nehme Ian, der ist einfach, der sieht einfach gut aus. Der hat die gleiche Gestik, alles wie dieser Swabe. Willkommen beim Rennen Berlin bis München. Ach nee, Berlin, München. Ah, also fahren wir Berlin und München. Oder bis München, keine Ahnung. Du hast 0 von 30 Punkten. Du brauchst 15 Punkte, um dich für den Deutschland-Wettkampf zu qualifizieren. Und dann kriegt man so ein Bronze-Ding hier. Geil. Lass mich raten, es sind wieder 3 Rennen. Ja, genau. Aber zweimal, ach so, ja, übrigens jetzt Berlin 1, München und Berlin. Also die 1 steht immer für vorwärts und die 2 für rückwärts. Also Berlin 1 vorwärts und die 2 wäre dann rückwärts. Frage mich nicht, ob die das nicht vorwärts oder rückwärts genannt haben, ist halt so. Ich glaube, beim Wettkampf sind das sogar Tageszeitenwechsel, die du normalerweise nicht hast. Oder auch nicht, wäre auch egal. Ach so, ich glaube, wenn du vorwärts fährst, ist es ein bisschen anders. So, 3D-Diagramm. Keiner, der mehr was sagt, aber... Ich muss sagen, die 3 Gebäude, die da hingeklatscht haben, die sind eigentlich sinnlos, denn ein paar rote Linien und die Gebäude, also da sahen die bei USA aber schon besser aus. Vielleicht liegt es an der Strecke. So, Werkstatt. Ich kann nichts machen, weder Schaden noch Nitro noch Tuning. Deswegen mache ich weiter. Oh, jetzt hier Laden von Berlin 1. Der Ladescreen ist auch viel besser geworden. Endlich mal nur ein paar blaue Streifen. Boah, jetzt geht's gleich ruhig los, ja. Jetzt geht's gleich ordentlich los, ja. 3, 2, 1, yeah! Was für ein Game. Was für ein Game. Gut, okay. Lenkung, ja. Grafischen Unterschied, aber irgendwie das Rad wird ein bisschen rauschend, aber ich glaube, das geht schon. Ist schon ganz gut. Aber jetzt ja. Driften!
gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Okay, okay, los jetzt hier. Ich brauche Euro. Ja, keine Dollar mehr, Euro. Wenn das Dollar gewesen wäre, wäre unschlecht, weil ich hier in Deutschland... Also ich hätte dem Spiel zugetraut. So viel wie die hier gewonnen haben. Gibt es jetzt eigentlich noch Bullen? Oh ja, hier ist einer. Ach so, ja. Was jetzt geändert wurde allgemein, ist, sind 6 Fahrer in der Liste. Aber es können nur 4 gleichzeitig fahren. Also das ist eine Priorität, die ist noch bei USA. Dann haben Rasa 2 oder Prince Marcello Racing 2, die genauso aufgebaut waren, war es genauso. Aber die darfst du nur den lassen können. Die Version nie in Deutsch kriegen. Aber hier kannst du in Deutschland fahren, das ist ja schon der absolute Hammer hier. Jetzt hier Berlin, München, oh, das ist schon geil. Sind aber halt noch Strecken. Das finde ich auch so scheiße hinten, die sind einfach so hingesetzt. Also das ist echt der Hammer. Ich habe jetzt gerade hier mal ein bisschen gehupt, wisst ihr warum? Die Hupe befindet sich nicht auf H. Nee. Cool, jetzt fahr ich geradeaus. Toll. Wenn man das drückt, aha, da kann man also gucken, welche Tasten. Die Hupe befindet sich auf L. Fragt mich nicht, warum die auf L ist. Keine Ahnung, was L mit Hupe zu tun hat. Keine Ahnung. Mir aber auch egal. Aber drückt jetzt eben L, um zu hupen. Weil das irgendwie eben besser ist. Ja. Ich hatte es im Englischen oder was? Ne, keine Ahnung. Es kann nur Französisch sein, dort stimmt Spiel zu haben. Okay. Wie gesagt, 4 Racer und es gibt nur noch 2 Polizisten, die rumfahren. Das ist der Hammer. Früher waren es mal 4, jetzt sind es 2. Wurde also auch gemindert. Aber was soll's, was soll's. Die Polizeiverfolgung ist halt nicht mehr so scharf, aber es geht schon. Die sind genauso viele Züge wie in Chicago unterwegs, haben wir auch genug genommen. Und jetzt hier voll Crash, Straßensperre, du aus dem Weg. Oh, die hat schon ein bisschen mehr Material. Ich finde, die Autos sind mal ein bisschen runter geworden, aber die Autos, wenn man die mal crasht hier. Ja, die sind auch ein bisschen schwerer geworden, würde ich sagen. Im Gegensatz zu USA Raser, wo die so leicht waren. Du kriegst ja schon so richtig Kick. Boom. Mal hier, Checkpoint Charlie. So, X-Core müssen das gewesen sein. Cool. Ja, ich habe meinen Wagen heute extra neu getankt. Echt cool. Und es ist wieder das Gleiche. Er ist wieder down und muss stehen bleiben und kann nichts machen und was steht rum. Schade, mit der gibt's ja auch. Die fahren also ab sofort ohne mal weiter wie bei USA. Die müssen jetzt unstehen bleiben. Das finde ich gerecht. Das macht das Spiel schon sehr gerecht. Alle haben das gleiche Problem. Glückwunsch, coole Bob. Du hast einen neuen Highscore. Ja. Anderes Fenster, genau der gleiche Text. Ja, die sagen jetzt bloß nichts mehr, aber machen immer noch die gleichen Bewegungen. So, was denn jetzt? Es lädt. Ah, gut, okay. München 1. Ja, also vorwärts. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Da sind mal ein paar mehr Gebäude drin. Typ O, Stadtautobahn. Wir haben es mal mit einer Autobahn zu tun. Was auch wirklich sehr bekannt ist für USA-Raser, ist halt, dass es, Autobahn-Raser, dass es kaum Autobahnen gibt. Aber hier gibt es wenigstens ein bisschen was. Aber man fährt nur in Städten rum und nichts da mit Autobahnen. Außer bei hier machen wir es. So, wir werden gleich mit Scooter-Musik überrascht. Der absolute Hammer. Und jetzt hier, Hupe, ich drück L und Hupe, ist das geil. So, ja, Geld braucht man, Schanze, wir fliegen davon wie Auto. Oh ja, das ist jetzt geil. Ich kann nicht lenken. Mir war es heute raus. Wirklich geil. Das Spiel wird nicht unterbrochen, finde ich auch gut. Es wird einfach mal unterbrochen dadurch. Aber lenken kannst du jetzt irgendwo. Toll. So, das Radio ist ein Wunsch, was irgendwie in jeder deutschen Stadt gibt, weil das eben halt, ja, national. So, jetzt fahren wir weiter hier, machen wir alles kaputt machen. Warum soll man Stühle hinstellen, was soll's? Mal über den Marktplatz, sogar kommt hier mal das Autobahn gehen. Oh, hier, du hast einen Bullen. Hartnäckig, wie sie sind. Geht's gleich auf der Autobahn. Boom. Oh, noch ein bisschen coole. Coole. Okay. Die Wagen gleich. Und schon wieder die Polizei. Oh, ja. Das ist also die Autobahn. Nee, ich brauche jetzt hier. Man merkt schon hier diese. Die Autos sind schwer.
Oh, hier Polizei jetzt überall, die Rasen zu stoppen. Alarm von Cobra 11 hier schon. Soweit das Spiel geht. Oh, und jetzt hier. Jetzt halten sich die Bullen selber auf. Ne, die haben sich schon hier eng geschnappt. Oh, ich bin alles geleitet. Aber so macht das heutzutage keiner. Vielleicht was Bilder, was kann das. Genau, geile Serie. Und wir brennen. Juhu! Mein Auto brennt. Mein Auto brennt. Oh, weiter, mir egal. Solange es fährt, geht's doch, ne? Oh Mann, oh hier ist der Gürtel. Und jetzt kommt Scooter. Oh, jetzt kommt die geile Scooter machen. Scooter verarschen, würde ich eher sagen. Okay. Wir müssen recht haben. Das ist so sinnlos, diese Dinger. Bei USA war das gut hingestellt und Absperrzeug und irgendwelche Blitze, aber hier einfach so nur grafisch irgendwelche gelben Pfeile an die Kurven gemacht. Sieht total scheiße aus. Jo, jetzt könnte man aber auch vorbeifahren, aber die Chance ist einfach besser. Und ist ein Marktplatz fahren oder wie auch immer. Sind auf jeden Fall gezwungen, diese Runde zu fahren. Aber ein bisschen realistisch haben die das schon gemacht. Die haben das so gemacht, dass wir die Autobahn hier lang gehen und man fährt auf die drauf. Jo, cool, brauche ich. Aber man kommt da nie hin, weil da irgendwie so ein scheiß Pfeiling gemacht worden. Was soll's? Wow, Vögel, die in der Luft fliegen. Das ist auch wichtig. Das sind die Bullen. Autobahn, Polizei. Sehen wir. Ja, kann. Nee. Gibt's ja nicht. Auch mal so, ne? Brauchen wir jetzt einfach nur das hier. Es ist da auch voll die Bremsspur gezogen. Gut, dann machen wir im nächsten Let's Play weiter. Let's Play 2, euer Kohlebob mit Autobahnraser 4. Tschüss.